Den Beifahrer. Und du hältst deinen Arm unangeschnallt. Dann bist du nämlich mit dem Kopf in die Scheibe geflogen seitlich. Funktioniert so, hier brennt es schon. Ja, ich fand die ganze Zeit schon. Servus. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Thomas Gilt hier. Wir befinden uns hier in Scheun auf der ehemaligen Freiherr von Fritsch-Kaserne, wo heute die ESS stattfindet, die Einsatzsimulation Scheun 2015. Nach mehreren Wochen der Vorbereitung heißt es heute, für Mannschaft, Meme und Material für den Ernstfall zu üben. Brandstifter bei der Arbeit. Ja. Ich hab ihn auf Bild. Thank you.
ja leer. Haben Sie ausgetrunken? Ja, haben Sie noch eine? Nee, wir haben es besser. Ja? Ja, klar. Natürlich, was ansprechbar ist. Im gefüllten Schuh. Liegen Sie hier schon länger? Nee? Ja, aber nee, ich brauche erstmal bitte meinen Schuh jetzt auch. Ja, den Schuh, den finden wir. Der ist aber bestimmt nicht hier unten im Gebüsch. Ich weiß nicht, wo Sie den hingepackt haben. So, wollen Sie mal ganz kurz mal versuchen aufzustehen? Wollen Sie selber, ja? Wollen Sie mal ganz kurz? Ich weiß nicht. Tut Ihnen denn irgendwas weh? Nö. Sonst alles gut, ja? Ja. Dann geben Sie mir doch mal den Arm hier. Oha. Warum? Nur mal so, ich wollte nur mal gucken, ob hier auch alles okay ist. Ja? Bestimmt. Und hier tut Ihnen nichts weh? Nein. Nein? Und wie sieht es hier aus am Kopf? Ist auch alles okay? Ja? So, Trage ist da. Das ist doch schön. Genau, ein bisschen hinlegen, wenn Sie möchten, aber die Füße hoch. Ja? Geht einigermaßen? Ein bisschen übel oder so? Ja, ein bisschen. Ein bisschen, ja. Wie viel ist denn ein bisschen? Nee, geht. Und immer schön munter bleiben, immer schön munter bleiben. Ja? Sehr schön, immer schön. Geht's einfach raus, mal hinlegen so ein bisschen? Ja. Ja? Gut. Dann einmal rum. Fuß hinterher. Den Schuh suchen wir gleich. So, einmal bitte ein bisschen nach hinten rutschen noch. Das geht doch wunderbar hier. So. Können Sie mir mal sagen, wo mein Schuh ist hier? Den suche ich jetzt. Hallo. Können Sie mal bitte meinen Schuh suchen vielleicht? Der Kollege kommt gleich wieder. Dann sucht er den Schuh für Sie. Ich bleibe hier bei Ihnen. Ja, der soll den Schuh mitbringen. Ja, den, das machen wir auch. So, jetzt aber Feierabend hier. So, jetzt habe ich nämlich auch keine Lust mehr auf lustig. Jetzt setzen Sie sich hier hin. Und dann geht halt los hier. So. So, hinsetzen. Haben Sie denn jetzt mal meinen Schuh mitgebracht? Der ist schon im Auto, der Schuh. Der ist schon im Auto. Und der Kollege eben gerade gefunden, da gehen wir jetzt auch hin, zum Auto. Ja? Ja, und wo haben Sie jetzt meine Flasche hingepackt? Die haben wir auch im Auto jetzt. Ja, können Sie mir wir müssen der mitnehmen. Keiner haben. Flasche? Der Schuh Flasche ist doch leer. Und der Schuh ist im Auto. Im Auto haben wir alles. Haben Sie das etwa ausgekippt auch noch? Nein, und die Flasche war leer. Die haben doch alle schon leer getrunken. Sorry. Machen Sie das häufiger? Schöne Partys hier. So, zack, muss der andere. Nee, also, eigentlich trinken die auch gar keinen Alkohol. Dann machen wir heute ein bisschen viel, würde ich sagen, ne? Geht. Oder? Geht. Wow. Da geht noch was. Das andere. Ja, aber warum denn nicht? Ich wollte und nur meinen Schuh haben und meine auch, Flasche. Der ist doch auch wieder Schuh. Und jetzt schauen Sie mal, was Sie hier mit mir schon wieder machen. Ja. So, jetzt werden wir mal angeschnallt, ja? Schön sitzen bleiben, bitte. So. Ja, ich wollte hier ja eigentlich auch gar nicht rein. Ja, doch, ist aber besser für Sie. So, können Sie hinlegen. So. Gehst du da mal durch und machst du mal zu? Ja, machst du mal die Einfach nur weiblich, 19 Jahre alt, mit Alkoholintox, ziemlich renitent. Mit dem Krankenhaus Bescheid sagen, wir sind auf dem Weg. So. Aufgenommen.
Das letzte Feuer ist gelöscht, das letzte Pflaster geklebt. Wir packen zusammen und rücken ein. Mein Name ist Thomas Giltjes. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.